Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und das ist The Forest. Ihr seht, das ist noch hier eine Alpha-Version. Aber trotzdem ist da schon eine Menge zu sehen, werdet ihr gleich sehen. Der großartige Tito LP hat das Ding empfohlen und hat gesagt, das musst du zocken, musst du zocken, musst du zocken, musst du zocken. Und wisst ihr, was ich jetzt tue? Ich zock's jetzt einfach mal. Ich guck mir das mal an. Ich habe außer ein paar Screenshots nichts davon gesehen. Genau, es ist eine Alpha-Bild. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Da haben die auch noch darauf hingewiesen, dass man das erwähnt. Jetzt steht es auch überall da. Das sollte einigermaßen passen. Na komm, gib mal Gas beim Laden. Bin gespannt. Jetzt muss ich einfach den Ladebildschirm voll quatschen. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Aber so spannend ist der Ladebildschirm jetzt auch nicht, Freunde. Also, gib mal Gas. Wir haben das auf Maximalauflösung bis zur Schmerzgrenze. So, wir gucken mal. Wo sind wir denn hier? Ja. Tach, mein Freund. Hallo? Dann weiß man mal an. Ah, das ist eine lange Katze. Okay. Lass mich ran, ist die Kacke am Nerven. Und, wie geht's dir so? Hm? Flugangst? Ha! Ja, jetzt immer vorher überlegen müssen. So, Exit ist klar. Das ist wahrscheinlich der Hinweis, dass es dann gleich rausgeht. Ist nicht ganz so gut. So. Es wird schwarz. Wahrscheinlich wird jetzt auch wieder geladen. So. Kann ich denn jetzt schon was machen? Oder? Okay, ich habe eine Maus. Bin gespannt. Das ist unser Inventar. Okay, WASD, ganz normale Steuerung. So. So, komm, gehen wir einfach mal mümmeln. Alten Flugzeugfraß ist bestimmt total lecker. Komm, mitnehmen. Alles mitnehmen, was wir nicht haben. Geh davon aus, der braucht sowieso nichts mehr. Oder sind wir höchstwahrscheinlich hier im Wald? Ja, ist das nicht die Tür? Ich hoffe, ihr seht auch bei YouTube Hausen was. Das ist natürlich extrem dunkel. Ja, mal wieder nach unserer freundlichen Leiter benutzen. Ja. Das ist alles zugesperrt. Kann man das irgendwie kaputt machen? Ne. Oh, geh doch raus. Was willst du denn wieder hier nicht? Räumen wir das auch noch auf. Genau, pack's in den Rucksack. Ah, hier kommen wir raus. Kommen wir raus. Komm, alles mitnehmen, was nicht niet- und nagelfest ist. Und ich bin bewaffnet. Ich bin der lustige Mensch. Der einfach mit einer Axt durch den Wald rennt. Ganz normal, ganz alltäglich, so wie es jeder machen sollte. Ja. Ein Wald hat natürlich unglaublich großartige Sachen. Oh, ich soll was über Survival lernen. Okay, wahrscheinlich wie ich Feuer mache. Ja, das kriegen wir schon hin. Warum bin ich eigentlich so blutverschmiert? Das ist wahrscheinlich noch der Flugzeugabsturz. So, gucken, haben wir noch irgendwelche Gegenstände, die wir mitnehmen könnten? Komm, weg. Was anderen Leuts Müll ist, kann uns ja tatsächlich mal dienlich sein.
Ne? Gewalt geht doch immer. So, okay, der braucht's nicht mehr. Hanke! Komm, mein Hanke! Das ist natürlich, das sieht man schon, wahrscheinlich das übliche Survival-Game. Aber für eine früher Alpha, muss man ganz ehrlich sagen, also das stand, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das im Title Screen gesehen habt, stand, glaube ich, irgendwie in 18 Tagen gibt es dann die nächste Version. Wir gehen einfach jetzt mal sinnlos durch den Wald. Es wird sich sicherlich schon irgendgleich einer melden und sagen, hör mal, mein Wald! So, hier alles Schönes. Alles mitnehmen und wenn ich da, was weiß ich, den halben Teleshop im Rucksack hab. Mein Gott. Vielleicht kann ich es ja noch irgendwie bestbieten verkaufen. Vielleicht haben da noch andere Leute überlebt. So eine Art, Lost. Die anderen. Die andere Insel. Man weiß es nicht. Ist da sowas wie ein Fluss? Warte mal, dann gehen wir doch mal dahin. Also grafisch sagt mir das echt zu. Ich finde auch, was so... Mein gut, es ist auf maximal, was geht. Ne? Also das ist jetzt hier auf die beste Auflösung, die überhaupt machbar ist. Und für Leute, die mit Fraps das gerne machen, der ist so bei 40 Frames. Autsch! Das war nur ein Test. Ich ignoriere das mal. Ihr habt das nicht gesehen. La 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 la. La la la. Ja, na, na, na. Gewalt ist keine Lösung, liebe Freunde da draußen. Das habt ihr nicht gesehen. Dann geht das tatsächlich. Aber hier liegen Leichen. Das ist bestimmt, ich sage mal, nicht unbedingt der beste Weg. Ihr kennt das ja von Ratten. Wenn eine Ratte eine tote Ratte findet, dann gehen die da nicht hin. Was ist das denn da? Okay. Ich gehe mal davon aus, das soll der charmante Hinweis sein, hier nicht hingehen. Deswegen gehen wir natürlich dahin. Sind ja irre. Na, komm mal nicht rein. Okay. So, was haben wir hier Schönes? Achso, morgen keine mehr Steine. So, gut, weil ich keine Steine mehr brauche, bis alles voll ist. Stab. Im Augenblick ist das alles noch ein bisschen, ich sage mal, einfach ungefährlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so bleibt. Und dann weiß ich gar nicht, wie groß das ist. Ja, spiel mit deinem Feuerzeug rum. Komm. Komm, weg damit. So. Ein paar Schritte gemacht. Komm ich da runter? Da bin ich dann mausetot. Ich habe einen Schatten! Aha. Weiß nicht, ob unsere Figur schwimmen kann, aber das, glaube ich, sieht ein bisschen... Das war klar, das war zu hoch, das war nicht gut. Da brauche ich keine Medizin mehr finden, dann bin ich ja auch in den Tod gesprungen, Mensch. Fange ich denn wieder an? Also erstmal ist alles dunkel. Das ist ja super. Da finde ich mich ja total zurecht. Wo bin ich denn jetzt? Hungry. Find something to eat. Ich hab doch was, oder nicht? Komm, besser Medizin. Oh, Axthamba. Boos. Habe ich irgendwas? Habe ich nicht irgendwas zu essen? Crafting. Komm, kriegst du erstmal hier. Da können wir jetzt einfach kombinieren. Womit kann man das denn kombinieren? Wie kann man es nicht kombinieren mit? Ja, komm, trink mal die ganze Soda aus, komm. Yeah.
Das kostet die Welt. Trink mal was. Das hilft zwar nicht, aber vielleicht macht sich lockerer. So. Das ist also unser Basislager. Ich würde einfach mal sagen, damit ihr mal so einen Eindruck gehalten habt, reicht das hier eigentlich schon? Weil für mich ist es jetzt wirklich scheißen dunkel. Da sehe ich selbst mit Leiter nichts. Und das müsst ihr euch dann auch nicht antun. Das ist auf jeden Fall The Forest. Ich denke, ich werde da auch mit Sicherheit mehr von machen. Da gibt es ja dann bestimmt auch noch mehrere Versionen. Bin mal gespannt, wie die finale Version aussieht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die ganzen Totenköpfe dann nicht durch Zufall sind. Ne? Kann ich mir schon vorstellen. Sieht interessant aus. Wahrscheinlich gleich eh wieder. Ja, genau, du willst was zu essen. Ich hab hier nichts zu essen. Meine Güte. Ruf doch den Pizzadienst, Mensch. Naja, auf jeden Fall habt ihr The Forest gesehen. Netter, kleiner Indie-Titel. Ich denke, in weiteren Versionen wird da auch noch wesentlich mehr passieren. Grafisch macht das Ding auf jeden Fall schon mal eine Menge her. Das sieht wirklich gut aus. Und wenn da noch was passiert, bin ich mal sehr gespannt. Also, na, ihr wisst, gebt mehr davon. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.